Hallo und herzlich willkommen bei Welt der Gesundheit TV. Danke, dass du wieder mit dabei bist. Ich befinde mich noch im Blaubeerwald und bei mir dreht sich heute alles um den Maya-Kalender. Dabei geht es vor allem um die innere Uhr, um die Zeit und warum es so wichtig ist, dass wir auf unsere innere Uhr hören und warum der Maya-Kalender gerade heute wieder so wichtig ist. Das erfährst du jetzt von Martin Strübin. Ich wünsche dir viel Spaß im Interview. Hallo Martin, ich begrüße dich recht herzlich. Grüß dich, Jana. Willkommen im Blaubeerwald. Dankeschön. Ich bin immer wieder gerne hier. Und heute sprechen wir über den Maya-Kalender. Ja. Auch ein super Thema. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen und was fasziniert dich so an dem Maya-Kalender? Dafür zeige ich gerne das Bild hier, weil ich dieses Bild in einer österreichischen Zeitung 1995 gesehen hatte. Und ich habe mir das angeschaut und habe weiterblättert, aber ich musste unbedingt zurückblättern, habe das dann ausgeschnitten und wie ihr seht, eingerahmt. Und Das ist noch das Original? das ist das Original. Ja, Hammer. Und das hat mich einfach triggert. Ich wusste nicht, was es bedeutet, was es ist. Es war auch keine Erklärung dabei. Also es war jetzt nicht innerhalb eines Artikels groß beschrieben, sondern einfach nur dieses Bild. Und dann ein paar Wochen später oder Monate später habe ich so ein Newsletter gekriegt aus Amerika, sehr esoterisch, vom Sheldon Neill über die Syrianer und ihre Botschaften. Und da standen auch so komische Datumsangaben drauf. Und der rote magnetische Drachen, der weiße galaktische Magier und so weiter. Und das habe ich wieder triggert. Das hat irgendwas bei mir ausgelöst. Also sowohl das Bild als auch diese Bezeichnungen. Und dann haben wir halt auf Suche gemacht und damals gab es noch nicht viel und habe dann mal die erste Literatur gefunden vom Johann Köstner. Der hat ja eigentlich den Maya-Kalender im deutschsprachigen Raum dann adaptiert von José Argüelles und hat es dann verbreitet. Und da gab es halt schon ein bisschen was, aber nicht viel. Das hat mich nicht befriedigt und dann habe ich weitergeschaut. Und letztlich sind wir dann nochmal nach Mexiko, kurze Zeit darauf später, das war dann 96, glaube ich, weil meine Frau wollte in Karibik, ich wollte nicht einfach auf einer Insel hocken und so haben wir uns auf Mexiko geeinigt und sind dann last minute da runter, nur mit Jeep und sind ab durch die Pampa. Und das Spannende ist einfach, wenn du in ein Land kommst, wo du schon mal gelebt hast und es wartet was auf dich. In dem Moment, wo dein Fuß den Boden berührt, passiert was. Entweder du fühlst dich super wohl oder du hast das Gefühl, hey, ich kenne das alles und so vertraut oder das Gegenteil, also wenn es nicht so ein schönes Erlebnis war, so, wow, ich will bloß nicht wieder weg hier, fühle mich überhaupt nicht wohl und habe Angst und sonst was. Auf jeden Fall, Mexiko hat es dann was getriggert bei mir, weil wir, also sowohl ich wie meine Frau, mir schon in Mexiko gelebt hatten als Maya. Und da kam halt sehr viel hoch und dann sind wir zurück nach Deutschland, weil ich war ein bisschen enttäuscht, in Mexiko gab es gar nicht so viel Literatur, auch auf Englisch nicht, über das, was ich wollte, nur die offiziellen archäologischen Geschichten über den Maya-Kalender, das hat mich nicht befriedigt. Naja, und dann in Deutschland und dann fündig geworden und dann immer mehr selber studiert und natürlich mit ihm gelebt. Also mit dem Maya-Kalender kann man ja leben, sowohl mit dem Zolkin in Kombination dann mit dem 13-Monde-Kalender. Das gibt dann eine der 13-Monde-Kalender beschreibt das Sonnenjahr von 365 Tagen. Also da geht es eigentlich nur um die Bewegung im Raum der Erde um die Sonne. Und der Zolkin, das ist eben ein 260er Zeitmatrix, der die vertikale Zeit beschreibt. Also der beschreibt, wie aus den höheren Dimensionen Qualitäten in unsere Welt fließen, um das Leben in eine bestimmte Richtung zu bewegen oder bestimmte Bewusstseinsqualitäten und Manifestationskräfte zu kombinieren. Und je mehr man damit lebt, umso mehr klingt man sich automatisch auch wieder in diesen Strom ein, weil diese Zeit fließt ja durch alles Leben hindurch. Und dann wird man immer mehr synchronisiert, auch mit dem Leben, mit der universellen oder mit der galaktischen Zeit in dem Falle, galaktisch-solar. Und ja, und dann ist auch das Wissen, ich habe dann auch Literatur von José Argüelles, das ist derjenige, der es eigentlich jetzt in der Neuzeit bekannt gemacht hat, erforscht hat, zum Teil auch erweitert hat, das alte Wissen der Maya. Und das hat halt viel aus meiner eigenen Erinnerung freigesetzt. Und auch die ganzen Bücher von Johann Köstner, die Schriften, die für viele sehr schwierig sind zu lesen, weil er sehr umständlich schreibt, die waren für mich ganz einfach zu verstehen. Ich konnte mir alles übersetzen, ich habe das alles. Und da habe ich dann rausgefunden, auch mitunter durch die vielen Mexiko-Reisen, wir haben dann ganz viele Mexiko-Reisen gemacht, auch mit Gruppen, waren auch Ende 2012 dann natürlich in Mexiko, bei diesem Ereignis, Ende und Neuanfang der Maya-Kalender. Und das war dann schon sehr spannend, dass da immer mehr einfach aus meiner Erinnerung kam.
Und ich habe das sofort verstanden, ich habe das Prinzip super adaptiert, ich habe gewusst, wie die ganzen Zusammenhänge sind, weil ich meine, das, was wir hier in einer einfachen Grafik sehen oder dann als Tabelle mit den 260 Feldern, das ist eigentlich eben, da sieht man gar nicht, wie viel das da drin steckt, weil das ist eine multidimensionale Wissenschaft, weil es eben die Raumzeit übersteigt. Es geht dann eben über in den Bereich der vierdimensionalen Zeitbrücken, es geht in den Bereich von Zeitmagie, von Zeitreisen. Das sind dann alles da die Erweiterungen dessen. Genau, aber für uns persönlich ist es einfach eine Möglichkeit, uns wieder mit der natürlichen Zeit in Resonanz zu bringen, zu synchronisieren. Weil das, was wir Zeit nennen in unserer Gesellschaft, ist eben keine Zeit, sondern es ist Bewegung im Raum. Und das muss man, es ist halt wichtig zu verstehen, dass es ein Riesenunterschied ist. Weil wenn ich mich nur nach der Bewegung im Raum definiere, also Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre, dann bewege ich mich auf 3D. Also ich bin im Raum und ich justiere meinen Geist in die Bewegung im Raum und bleibe dadurch im Kreislauf im Raum gefangen. Das heißt, es findet nur eine horizontale Bewegung statt, die zwar immer schneller wird, wie wir es auch festgestellt haben in den letzten Jahren. Also die Zeitdichte, die Zeitgeschwindigkeit ist ja irgendwie zumindest mal subjektiv erlebt extrem gestiegen. Objektiv erforscht ist sie nur ein bisschen beschleunigt worden, also das sind dann Nanosekunden, aber für uns im Erleben ist ja ganz eine andere Welt. Und wenn wir uns eben halt mit der wahren Zeit verbinden, dann kommen wir in die Vertikalität. Dann kommen wir plötzlich in die Verbindung zwischen den unterschiedlichen Dichtestufen oder Dichtewelten, die auch hier parallel existieren, also auf 4D, 5D, 6D. Meines Erachtens ist der Ursprung dieser Zeitprogramme auf 7D. Und wirkt eben mit 20 verschiedenen Bewusstseinsstufen oder man nennt sie auch solare Archetypen in Verbindung mit 13 Manifestationskräften, sogenannte galaktische Töne. In unserer Welt, hier auf der Erde, gibt es 20 kollektive Intelligenzthemen oder Intelligenzwelten oder Bewusstseinsstufen, die wir durchleben. Deshalb, das ist mit der Grund, warum dass wir alle so heiß sind, hier auf der Erde zu sein. Also 20 verschiedene Themenwelten, da geht es um bestimmte Bewusstseinsstufen, bestimmte Wissensgebiete, Themenwelten, Inhalte, Kräfte und so weiter. Also was, zum Beispiel die Urmutter, das ist der erste Ausdruck. Am Anfang war die Frau in der Maya-Kosmologie. Also der erste Ausdruck des unmanifestierten göttlichen Bewusstseins war der rote Drache Imisch, die Urmutter. Und die Urmutter trägt alles in sich, was es braucht, um eine Schöpfung manifestieren zu können, bis in die dritte Dimension hinunter. Sie ist aber passiv. Sie hat also alle Zutaten, aber macht nichts, aber ist voll mit allem, was man braucht. Ihr Thema ist auch die Urmaterie grundsätzlich. Ihr Thema ist das Urvertrauen. Ihr Thema ist die Urweiblichkeit, die Göttinenergie. Das Frausein, aber auch alle weiblichen Eigenschaften, das Nähren, das Versorgen. Und so in diesem Kontext sehe ich so, unsere Schöpfung befindet sich in der Gebärmutter der Göttin oder der Urmutter. Und dann erst kommt der männliche Gott an zweiter Stelle, die Kraft des Geistes, die Kraft der Kommunikation, die Fähigkeit, sich mit der Urmutter und ihren Substanzen, mit allem, was sie in sich trägt, zu vermählen und diese Dinge zu zünden, um dann Potenziale draus zu machen, Ideen. Also die Platos Urwelt oder die Welt der Blaupause, die Quantenwelt, wie auch immer, wird durch die Vermählung von Mutter und Vater Gott, könnte man sagen, dann mit unbegrenzten Kindern alle Möglichkeiten, also alle Gedanken, alle Emotionen, alle Gefühle, alle Energien, alle physische Formen und Lebewesen, die wir uns nur ansatzweise vorstellen können, sind in diesem Quantenfeld vorhanden. Und dann braucht es eben die Kraft des Erblühens, des Gedeihens, dass es eben aus dieser Potentialität und Wahrscheinlichkeit tatsächlich ein Same daraus genommen wird, der dann ja, wie wir wissen, im Same ist ja die Blaupause des ganzen Baumes oder der Pflanze oder weiß nicht was. Und das wird dann eben zum Erblühen gebracht. Das keimt dann und macht sich auf den Weg, diese Form zu werden, die ja schon in ihm ist, energetisch. Und am Schluss endet das Ganze in der Erleuchtung. Am Schluss, die letzte Stufe dieser 20 Bewusstseinsstufen ist dann, aha,
Das ist das Erwachen des Christusbewusstseins in uns. Das heißt, man kann sagen, der Schöpfer erwacht wieder in seinem Geschöpf und erkennt, ich bin das alles. Ich bin das Christusbewusstsein, die göttliche Liebe, die Geistseele und so weiter und so fort. Und dann beginnt es wieder mit der Urmutter. Das ist mal der Bewusstseinskreislauf. Und dann die Manifestationsstufen, das ist dann der 13er Ablauf, weil alles, was wir als eine Idee in die Wirklichkeit bringen und letztlich als Erfahrung in uns abspeichern, in unserer Seele für die Ewigkeit, läuft über 13 Stufen. Und die zwei werden kombiniert. Und dadurch, dass wir beginnen, wirklich mit dem Zollkind zu leben und mit dem 13-Monde-Kalender, werden wir automatisch synchronisiert mit diesem Flow des Lebens und mit seinen Qualitäten. Man kann sagen, wir machen dann das Richtige zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Das ist dann sozusagen das Optimum. Und ich habe einfach festgestellt, dass viele Menschen, die intuitiv und ihr Leben leben und nicht so rational und nach ich muss, sondern vielmehr ich will, ich lebe, was ich für richtig halte jetzt im Moment und gebe mich dem hin, dass die schon sehr eingetuned sind in diese Zeitzyklen. Dass die automatisch schon sehr gut synchronisiert sind. Und der Vorteil ist halt, wenn wir nach dem leben, dass eben unser Bewusstsein wieder angebunden wird, weil letztlich, wenn man es astrophysikalisch bezeichnet, ist die Verbindung des Zolkin vom Herz der Erde, Herz der Sonne, über die Plejaden, Sirius, galaktisches Zentrum. Das heißt, das ist sozusagen die Serververbindung. Der Hauptserver ist das galaktische Zentrum. Man könnte auch sagen, das ist sozusagen der Chef unserer Galaxie oder der wichtigste Bereich, das Herz unserer Galaxie, egal ob man jetzt sagt, das ist ein schwarzes Loch oder es ist eine Zentralsonne. Und dann geht das eben über die stellare Schnittstelle Sirius, Plejaden, Sonne, Erde. Und da sind wir sozusagen aufgespannt. Und da durch das Leben mit dem Maya-Kalender verbinden wir uns automatisch auch mit der energetischen Hierarchie, ne, oder Schnittstelle innerhalb unserer Galaxie. Das heißt, wir werden automatisch mehr erleuchtet, wir werden automatisch liebevoller, wir werden automatisch lebendiger, wir sind besser synchronisiert mit dem Gesamtgefüge, mit allem, was ist und was da abläuft, weil man darf nicht vergessen, wir alle senden ja ständig in diese Matrix, wir leben in einer holographischen Matrix und wir senden ja ständig über unsere Gedanken, bewusst wie unbewusst, kombiniert mit unseren Gefühlen, Befehle raus. Also wie im Holodeck beim Raumschiff Enterprise, wir sind ständig am Eingeben, was jetzt die Matrix uns bringen soll, was sie ist durch unsere Überzeugungen, was ist wahr, was ist falsch, was wünsche ich mir, was hoffe ich, was befürchte ich und ne, all das Zeug. Und das kreiert dann dieses Bild. Und das muss ja irgendwie auch synchronisiert werden. Dass die ganzen Wünsche, die Zufälle, du denkst an jemand, der ruft an. Dir fällt ein, Mensch, ich könnte mich mal mit dem Thema beschäftigen, das wäre sicher noch eine geile Sendung. Schwupp, plötzlich in den nächsten Tagen kriegst du ein Buch, schaust dir ein Video an oder jemand ruft dir an und sagt, hey, ich bin Experte für das und das Thema. Und du denkst, okay, Lieferung erfolgt. Und das muss ja auch jemand synchronisieren. Also schon alleine mal der 8 Milliarden Menschen, die hier auf diesem Planeten ständig ihre Eingaben machen. Und das macht Mutter Erde. Sie ist diejenige, die zuständig ist, das alles zu synchronisieren, die Fäden, die Wünsche miteinander zu verbinden, dass Bestellung und Lieferung auch zusammentreffen am richtigen Ort. Wir haben die Aufgabe, uns klar zu sein, dass alles, was wir denken und mit starken Emotionen erfüllen, ein Manifestationsakt ist. Also wach zu sein für das, was wir so erschaffen. Und wir müssen wach sein dafür, wo wir denn die Lieferung erfolgen. Das heißt, da müssen wir wieder auf unsere Intuition hören und sagen, oh, ich habe das Gefühl, ich sollte jetzt da und da hinfahren. Oh, oder ich soll den und den anrufen. Also das, was eben über die Intuition und nicht über den Intellekt läuft. Ne? Intellekt ist eher vertikal oder horizontal orientiert, Intuition ist mehr vertikal orientiert. Und dieses beides zusammen gibt dann eben die Befähigung, sowohl in der strukturellen, materiellen Realität gut klarzukommen, aber verbunden zu bleiben mit der Multidimensionalität des Kosmos. Und der Maya-Kalender hilft uns dabei, mit dem umzugehen. Und dann sagen wir automatisch, tun wir dann die Handlungen, je intuitiver wir uns erlauben zu sein und dem zu folgen, dann werden wir auch immer mehr synchronisiert werden und diese sogenannten Zufälle als Normalität erleben. Weil wir wissen auch dann, wo kommt es her? Und der Maya-Kalender hilft uns halt, wirklich
weil er triggert unsere verschiedenen Feinstofffeldern, also er triggert uns physisch, emotional, mental, spirituell, er triggert unsere Chakren, also das ist wie ein Strom von Kräften und Qualitäten, die beständig 24 Stunden, 7 Tage die Woche durch uns hindurchströmen. Und wenn wir halt wissen, was wir heute für eine Tagesenergie haben oder in welcher Welle wir sind, also da gibt es dann verschiedene Strukturen innerhalb dieser Matrix, wo wir dann uns ausrichten können und sagen, ich möchte gerne das tun, das ist eine gute Zeit dafür, da ist eine gute Qualität. Oder wenn ich am Abend so den Tag nochmal Revue passieren lasse und mir überlege, was war heute wieder für eine Zeitqualität und was ist mir passiert und wie passt das zusammen? Oder, und dann mit der Zeit kann man auch eben lernen, so gezielte Manifestationen auf bestimmte Zeitpunkte auszurichten. Dafür gibt es zum Beispiel die Tsuvuya-Agenda, was ein tolles Buch ist. Das ist eine Zeitagenda, wie man es kennt, die kombiniert wird mit dem 13-Monde-Kalender und mit dem Zolkin, mit dem Maya-Kalender. Wo man dann eben auch lernen kann, ich möchte gern bis da und dahin, möchte ich gern dieses oder jenes Projekt starten oder verfeinern oder zum Erblühen bringen und manifestieren oder. Und da kann man damit eben sehr gut mal spielerisch umgehen mit diesen Zeitqualitäten und sich mal da einspüren in dieses Cosmic Web of Time oder in die Welle der Tsuvuya, der Kreislauf der Erinnerung. Also ja, es steckt da so viel drin im Maya-Kalender. Und ich kann nur sagen, also wer mal 260 Tage damit verbracht hat, ein sogenannter Zolkin-Spin, der wird merken, dass der nächste, das zweite Mal, wenn er durch diese verschiedenen Zeitqualitäten hindurchgeht, ganz anders damit umgeht, viel bewusster worden ist, grundsätzlich im Leben viel bewusster worden ist. Weil eben es vertikalisiert uns und bringt uns wieder viel mehr in die Multidimensionalität. Einfach damit, dass wir in der Früh vielleicht lesen, was ist denn heute für eine Zeitqualität? Da gibt es halt auch von kurzen Sätzen bis zu ein bisschen mehr Text, was man halt lesen kann. Und dann einfach in seinen Alltag reingeht. Das findet man im Netz oder wo finde ich das? Das findet man im Internet. Da gibt es verschiedene Seiten, die solche Erklärungen haben. Oder es gibt da eben die Möglichkeit, die Tsuvuya-Agenda zu kaufen. Da steht es im Buch drin. Oder von Johann Köstner, der hat auch verschiedene 13-Monde-Kalender also, oder auch Schriften geschrieben über jedes einzelne dieser 260 Kin-Energien, wie sie genannt werden, also Tage oder Sonnen. Und dann kann man sich das halt zu Gemüte führen und lesen. Und man kann es auch so machen, dass man es erst am Abend anschaut und dann einfach mal schaut, hey, wie war mein Tag, wie ging es mir, wie habe ich mich gefühlt, was für Themen waren wichtig, was war ist im Außen passiert, in der Arbeit oder im Privatleben oder wie auch immer, dass man das einfach mal lernt, so ein bisschen zu erforschen, kriege ich da einen Zusammenhang zwischen diesen sogenannten Zeitqualitäten, den Kins und meinem Tageserleben. Und wie gesagt, unabhängig davon, triggert es einfach ganz viel von unserer Multidimensionalität. Also es wird etwas aktiviert, es wird etwas in Resonanz gebracht, was halt die herkömmliche Zeitvorstellung im Gegenteil eigentlich überhaupt nicht macht. Also der Maya-Kalender aktiviert das Leben. Und das, was wir Kalender nennen und Uhr, stresst das Leben und presst es in eine künstliche Form. Weil sowohl der gregorianische Kalender ist ein völliger Schwachsinn. Erstens mal hat sich da der erste Papst Silvester ein Denkmal gesetzt mit dem ersten Silvester, also mit dem Silvesterabend und den Böllerschüssen. Ne? Also das ist mal das eine, also dass alle, die Silvester feiern, huldigen dem ersten Papst, ob sie es wissen oder nicht. Das nächste ist die Einteilung der 12 Monate ist völlig asynchron. Der Stichtag ist unnatürlich. Das heißt, wenn wir uns jetzt an einem nicht mit der Natur oder mit kosmischen Zyklen synchronisierten Tagen etwas vornehmen. Kannst vergessen. Wir kriegen keine Unterstützung. Entweder wenn wir jetzt Neujahrswünsche oder Dinge, die wir uns vornehmen, jetzt ich höre jetzt mit dem Rauchen auf oder ich esse weniger Fleisch oder dies oder jenes, dann brauchen wir in der Regel auch einen energetischen Support, dass wir über unsere Gewohnheiten und über unsere Muster, die eben dieses, was wir loswerden wollen, erschafft haben und auch ernähren, dass wir dem gegensteuern können. Der 1. Januar, also du hast am 1. Januar Geburtstag, bringt uns energetisch gar nichts. Dem System bringt es aber etwas. Und übrigens, das Wort Kalender heißt lateinisch Schuldbuch. Also ist auch schon mal im Konzept selber eben nur eine versklavende Matrix.
Wenn ich hingegen etwas in meinem Leben verändern will, dann suche ich mir entweder meinen Geburtstag aus, das ist immer der beste Tag, weil das ist die Geburt eines neuen Lebensjahres, eines neuen Sonnenumlaufes. Und das ist energetisch immer die beste Setzung, um eben etwas zu verändern in meinem Leben. Weil da werde ich auch, das ist auch ein Setzungstag. Mein Geburtstag ist immer ein Setzungstag im Zeitgewebe meines Lebens. Und was ich an meinem Geburtstag tue, das pflanze ich wirklich in das Jahresgeschehen in meinen Lebensweg. Oder ich suche mir Erdpunkte, die energetisch stark sind, wie die Sonnenwend oder die Tag- und Nachtgleichen, wie es eben die Kelten gemacht haben, mit den 8 verschiedenen Sonnenumläufen, die eben dann wieder eine Schnittstelle, eine energetische Schnittstelle zwischen Erde und Sonne auslöst. Oder ich kann den Starttag nehmen des 13-Monde-Jahres, welches Ende Juli ist, am 26. Juli. Das ist eine Synchronisierung zwischen Erde, Sonne und Sirius. Hier geht es darum, das sind die Hundstage, wo auch Sirius eine wichtige astronomische Verbindung und energetische Verbindung schafft zwischen der Erde, unserer Sonne, Sirius und dem galaktischen Zentrum. Und deshalb hat José Arguelles auch als Starttag nicht wie die Mayas früher die Frühjahrstag und Nachtgleiche gewählt, sondern den 26. Juli. Und da kann ich natürlich auch beginnen, um das 13-Monde-Jahr, das globale 13-Monde-Jahr, mit dieser neuen Absicht zu befruchten. Also ich habe da verschiedene Möglichkeiten, wie ich damit umgehe. Spannend wird es natürlich auch, wenn mir meine Geburtswelle bewusst ist, also in welcher 13-tägigen Welle ich geboren bin und an welchem Geburtskinn. Weil das ist ähnlich vergleichbar mit der Astrologie, das gilt für mein ganzes Leben. Und es ist super spannend, ich habe hunderte von Maya-Kosmogramm-Beratungen schon gemacht. Es ist super spannend, wie das zutrifft, wie die Menschen sich darin erkennen und bestätigt werden und wie bei ihnen ganz viele Konflikte mit sich selber dadurch gelöst werden, dass sie einfach verstehen können, hey, das habe ich mir als Seele selber so gewählt. Ich wollte in dieser Welle als Theaterskript, als Überschrift, das Thema ein Leben lang wählen. Ich erkläre dann, wie die einzelnen Stufen sind, wie sie bei welcher Manifestationsstufe, mit welchem Bewusstsein rangehen. Oder jedes dieser solaren Archetypen hat auch eine Schattenseite, wenn sie noch im Konflikt sind, wenn sie noch am Lernen sind. Oder die Lichtseite, wenn sie halt eben das schon gemeistert haben, integriert haben und dieser Archetyp auch leben können. Und das ist dann sehr spannend, wenn die Menschen dann einfach sehen, auch, man kann auch sein Leben schön synchronisiert nach den Zeitzyklen betrachten. Warum ist mir was, wann in meinem Leben passiert? Das ist der Hammer, wie das wirklich ein Fahrplan der Zeit ist durch meinen Seelenplan, durch meine Inkarnation. Warum ausgerechnet dann waren die großen Veränderungen? Warum habe ich da bin ich umgezogen? Warum habe ich da erst angefangen mit meinem Studium? Oder warum habe ich mich getrennt von meinem Partner? Oder warum habe ich dann ein Kind gekriegt? Und so weiter. Das siehst du alles in dieser Synchronisierung. Also sehr spannend. Natürlich ist es schwierig dann zu sagen, okay, was bedeutet das für die Zukunft, wenn da solche Qualitäten sind? Weil wie es konkret wird, das steht ja nicht drin, weil der Maya-Kalender mehr so den Sicht von oben auf die Erde beschreibt, auf den Menschen. Man könnte ja sagen, der Maya-Kalender beschreibt so die Sicht der Seele auf ihren Menschen. Die Seele als göttlicher Schauspieler, der Mensch als irdische Rolle. Die Astrologie ist wieder anders, die schaut aus Sicht des Menschen nach oben und orientiert sich an den energetischen, geometrischen Konstellationen der Planeten in Verbindung mit den Fixsternzeichen, was ja auch Energie ist. Also es ist einfach eine andere Betrachtung. Meine Frau ist Astrologin, schon seit Kind, und ich mache mir den Maya-Kalender und wir vergleichen dann auch oft von beiden Seiten betrachtet. Was sagt die Astrologie, was sagt der Maya-Kalender? Und das passt immer hervorragend zusammen, auch wenn es unterschiedlich dargestellt wird. Aber die Essenz ist dann gleich. Aber wenn wir können auch damit in die Zukunft reisen, oder was auch faszinierend ist beim Maya-Kalender zum Beispiel, ist, dass dieses Konzept der linearen Raumzeit, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, noch das zusätzliche Konzept des Okkulten hat, der okkulten Zeitlinie, nämlich Zukunft, Gegenwart, Vergangenheit. Das heißt, in dieser Kosmologie verläuft die Zeit in beide Richtungen. Und wir empfangen im Hier und Jetzt, was ja der einzige Moment unseres Lebens wirklich ist, jetzt, 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 jetzt. Es gibt keine Zukunft, es gibt keine Vergangenheit. Und doch gibt es sie, aber sie ist nicht manifestiert für mich.
dass in dieser Gegenwärtigkeit sowohl die Zukunft als auch die Vergangenheit in die Gegenwart fließt. Und ich aus der Gegenwart sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft reisen kann. Mit meinem Bewusstsein. Weil es ist ja letztlich alles Bewusstsein. Und dadurch kann ich Dinge in meiner Vergangenheit verändern und heilen. Ich kann aber auch Kontakt aufnehmen in meiner Zukunft. Ich kann die Zukunft nicht nur gestalten, sondern ich kann mit meinen zukünftigen Ichs kommunizieren. Das ist dann auch spannend. Das heißt, ich kann dann das Konzept der Zeitlinien und der Multiweltentheorie oder des Multiweltenkosmos kann ich auch direkt erfahren über die Zeit. Weil es gibt unterschiedliche Zeitlinien, es gibt unterschiedliche Zukünfte. Also die Möglichkeit ist, dass alles passieren kann. Die Wahrscheinlichkeit ist halt abhängig von dem, was ich im Hier und Jetzt erzeuge, also nur noch ein Ausschnitt. Aber auch hier, wir auch jetzt im Kontext der planetaren Geschehnisse, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Welten. Davon wird ja auch berichtet. Erde 1, Erde 2, Erde X, unterschiedliche Zeitlinien. Auf welcher Zeitlinie befindest du dich? Das ist alles, das gehört für mich auch alles mit in diese Kosmologie der Zeit, was eben im Maya-Kalender drinsteckt. Gut, jetzt bin ich erstmal erschlagen. Also hast du jetzt erstmal 10 Fragen übersprungen. Das war die Frage darauf, wie du dazu gekommen bist. Okay. Alles gut. Also es geht ja auch um die innere Entwicklung, auch die Entwicklung der Gesellschaft. Ja. Jetzt sind wir ja gerade, sage ich mal, in einer spannenden Zeit, in einem sehr, sehr großen Wandel. Ja. Welche gesellschaftlichen Veränderungen kommen denn jetzt auf uns zu bis 2032, oder? Ja. Also ich möchte kurz auch ansprechen, es gibt natürlich den individuellen Bereich des Maya-Kalenders, wo es um mich geht. Da interessiert mich die Welt nicht. Also ich kann mich mit dem Maya-Kalender so auseinandersetzen, dass ich sage, mir geht es jetzt mal um mich, um mein eben inneres Wachstum, aber auch um, wann sind die richtigen Zeitqualitäten, um gewisse Dinge zu tun. Weil der gregorianische Kalender sagt ja nur, was für ein Wochentag das ist und was für eine Jahreszeit können wir noch daraus ablesen. Aber daraus können wir keine Qualität rauslesen, weil Zeit ist Qualität, Zeit ist Lebendigkeit, ist Leben. Und meine Lebenszeit ist mein Leben, ist meine Energie, ist alles, was ich bin, packe ich da rein. Und das kann mir der gregorianische Kalender und die Uhr schon gar nicht geben, weil die Uhr stresst mich nur, weil die Uhr sagt, ich muss dann und dann da sein oder ich darf dann und dann erst gehen und überhaupt und hin und her. Was für ein Wahnsinn. Also und der Maya-Kalender hilft mir schon mal, dass ich sagen kann, okay, ich richte mich nur aus, wann bin ich in meiner Zeit, in welcher Qualität, für welche Aktivität gut, emotional, mental, spirituell oder physisch. Und ich kann natürlich auch damit rausgehen und sagen, okay, wann sind die guten Zeiten, um dieses Projekt oder dieses Thema im Außen anzugehen. Dann haben wir aber verschiedene, das Leben ist ja holographisch fraktal. Das heißt, im Kleinsten finden wir das Größte. Das heißt, das ganze Universum finden wir in jedem Atom. In jeder Zelle, in jedem Menschen. Genauso die Zeit. Das heißt, wir können die Zeit oder diese Matrix jetzt in unterschiedliche Räume ausdehnen. Wir können sagen, jedes Feld ist ein Tag. Wir können sagen, jedes Feld ist aber ein Jahr oder 20 Jahre oder 200 Jahre und so weiter. Und dann blähe ich diese Zyklen auf. Und anhand von diesen großen Zyklen sehe ich die evolutiven Abläufe auf unserer Erde. Warum ist wann die erste Zelle entwickelt worden? Warum haben sich die ersten Säugetiere entwickelt? Warum ist der Mensch ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt entstanden? Warum ist unsere Welt in den letzten Jahrhunderten immer globaler geworden, immer materieller geworden und so weiter? Also wir können dann auch wirklich auch nicht nur lebensevolutive Prozesse, sondern auch gesellschaftliche, was eigentlich das Gleiche ist, gesellschaftliche Wachstumsprozesse oder Verfallprozesse können wir anhand vom Maya-Kalender betrachten und feststellen. Und seit Ende 2012 sind wir in einem neuen Zeitalter. Also bis Ende 2012 wurde eigentlich alles abgeschlossen, was das Universum hier auf der Erde durch uns Menschen verwirklichen wollte, bis an den tiefsten Punkt. Also alles abgeschlossen, sage ich jetzt mal, die erste Hälfte. Die ersten, laut dem Maya-Kalender, etwas mehr wie 16 Milliarden Jahre. Nach der offiziellen Wissenschaft zwischen 13,5 bis 15 Milliarden Jahre, wie alt das Universum sein soll. Definiert nach der Mathematik des Maya-Kalenders sind 16,4 Milliarden Jahre. Und wir sind jetzt in der Halbzeit.
Und wir sind jetzt in dieser ganzen Phase immer mehr abgestiegen. Wir haben uns immer mehr verdichtet. Wir sind immer physischer geworden, materieller geworden, aber auch gleichzeitig komplexer geworden und haben uns im Raum, im horizontalen Raum ausgedehnt. Mhm. Also wir haben von unserer spirituellen Frequenz immer mehr, sind wir nach unten gegangen, aber haben dann diesen irdischen Raum, nicht nur irdisch, sondern universell, immer mehr bevölkert und ausgedehnt mit unserem Bewusstsein. Und jetzt, seit Ende 2012, sagt die kosmische Uhr, wenn man das so möchte, wenn man daran glaubt oder wenn man es einfach lebt, dass jetzt das Leben wieder aufsteigt. Wieder raus aus dem Materialismus, raus aus dem tiefsten Zustand, den wir einnehmen konnten als göttliche Wesen. Und wir sind tatsächlich wirklich am Boden angekommen, in der Tiefe angekommen. Ich meine, diese Höllenräume, die wir als Menschen hier auf diesem Planeten erschaffen haben und aufgebaut haben, wie wir mit dem Leben umgegangen sind, wir können nicht weiter absteigen. Wir können uns zwar jetzt im Schlamm verbuddeln, wir können da versteinern und für alle Zeit und Ewigkeit dort bleiben. Aber das universelle Leben oder der Geist, der letztlich auch die Schöpfung erschaffen hat und letztlich auch diese Zeitmatrix verwendet, um das Leben im Raum zu bewegen und zu synchronisieren und zu navigieren, sagt so, liebe Menschlein, jetzt geht's wieder auf. Jetzt könnt ihr wieder die Stockwerke öffnen, ihr dürft jetzt wieder zurückkehren in eure Multidimensionalität. Ihr habt euren ersten Auftrag bravourös vollzogen und jetzt dürft ihr wieder in die Freiheit, in den wahren multidimensionalen Raum des Lebens aufsteigen. Und deshalb da gibt es halt eine Übergangsphase, natürlich ist das nicht am 21. Dezember 2012 passiert, bam, jetzt, vor Finsternis, Chat Licht an, alles spot on und na, sondern das sind sich überlappende Kreisläufe von 13 Jahren, 20 Jahren, 260 Jahren bis zu 400 Jahren, die sich überschneiden. Wozu sagen, das neue Zeitalter, das was wir jetzt betreten haben, wirklich schon bereits eben im 17. Jahrhundert, also 1616 angefangen hatte im letzten Baktun. Dann nochmal beschleunigt worden ist 1752 in der nächsten Phase. Und dann ganz massiv, vor allem dann eben jetzt die letzten 20 Jahre, also seit 1993, wo ja auch erst die Esoterik so richtig explodiert ist, wo das Internet entstanden ist, wo Computertechnologie sich verbreitet hat im Mainstream, in der Masse, im Kollektiv, die Handys dann gekommen sind noch später, also dann die letzten 13 Jahre waren nochmal intensiv, von 2000 bis Ende 2012 und jetzt seit 2013 sind wir halt in einem neuen Zeitalter. Und jetzt geht es darum, uns wieder den Begebenheiten anzupassen, das heißt, wir müssen uns erst wieder an das Licht gewöhnen. Wir müssen uns an die höheren Frequenzen gewöhnen. Wir müssen uns bewusst werden, wie tief finster wir programmiert wurden durch diese ganzen elitären, interdimensionalen und auch intergalaktischen Wesen, die die Erde beherrscht hatten und den Weg eben in die Hölle sozusagen angeführt haben und dafür gesorgt haben, dass wir diesen Auftrag, an den tiefsten Punkt der Schöpfung abzusteigen, auch wirklich erfüllen können. Das heißt, das Destruktive, ich nenne es halt das satanisch-luziferische. Das sind zwei verschiedene Prinzipien, aber gehören zusammen. Und jetzt müssen wir erkennen, hey, wir haben die letzten 5000 Jahre, sind wir nur zunehmend verroht. Wir sind immer primitiver geworden, wir sind immer gewalttätiger geworden, wir sind immer teuflischer geworden in unserem Sein und halten das noch für die Normalität. Und jetzt gilt es wirklich zu erwachen, wirklich in einen Zustand, wo wir wieder den Weg der Liebe, des Lichtes, das Zusammensein, des Friedens, der Zugehörigkeit, der Gemeinschaft, des gegenseitigen Nährens, der, ich sage es mal, nicht Selbstlosigkeit, sondern Selbstverbundenheit und so weiter zu leben. Also das, was ja eigentlich viele wollen, die sich jetzt gegen das C-Theater wehren, einerseits. Und es gilt jetzt, eine neue Gesellschaft zu bauen. Und das ist nicht ungefähr, das C-Theater hat nicht von ungefähr 2019 bereits begonnen. Mhm. Weil da auch ein 13-jähriger Zyklus angefangen hat, wo es um den Umbau unserer Weltgesellschaft geht. Also wir müssen immer unterscheiden zwischen den inneren Entwicklungszyklen, was in uns passiert, und dann dem äußeren Ausdruck, wo wir sozusagen unser erweitertes Bewusstsein jetzt auch in äußerlichen gesellschaftlichen Strukturen
und Verhaltensweisen umbauen. Und das ist eben diese Phase zwischen Ende Juli 2019 bis Ende Juli 2032 und ich nenne das halt den Weltkrieg der Magier. Weil wir in einer zutiefst magischen Welt leben, nicht nur die natürliche Seite, sondern auch die Elite, die Herrscher, sehr viel mit schwarzer Magie und seit einigen Jahrzehnten mit Technomagie. Und wir müssen endlich aufwachen. Wir sind nicht in einer ach so aufgeklärten, sterilen, technisch vernünftig wissenschaftlichen Welt. Alles andere. Die wahren Herrscher dieser Welt sind zutiefst magisch, zutiefst im Opfer, im Zeremoniellen, in diesen Strukturen verhaftet. Und wir werden viel mehr magisch angegriffen oder beeinflusst, auch über Fernseher. Fernseher ist auch nichts anderes wie ein technomagisches Hypnosegerät, was es mit uns macht. Oder eben Smartphone, Handys oder diese ganzen Technologien. Das zähle ich zur Technomagie, weil es eben manipulativ eingesetzt wird. Und jetzt sind wir natürlich in einer Zwischenphase. Wir haben schon 7 Jahre, also inzwischen sind es ja auch schon mehr, inzwischen sind wir schon im 10. Jahr im neuen Zeitalter, im inneren Entwicklungszyklus. Und gleichzeitig sind wir jetzt im 3. Jahr des äußeren Umbaus. Und ein solcher Weltenumbau, was jetzt einfach fällig ist in unserer Gesellschaft, weil wir können nicht mehr so weiterleben, das wissen wir alle. Das heißt, es wird ein Reset kommen, es ist nur die Frage, ist es der spirituelle oder ist es der Great Reset, also der neue Weltordnungsreset? Also es wird etwas sehr klar Veränderliches jetzt passieren. Und viele, die auf dem Weg waren, wir haben uns ja immer auch danach gesehnt, dass man es endlich auch in der Gesellschaft sieht und nicht nur einfach so als ESO-Fuzzi oder als spirituell durchgeknallter Aluhutträger, Verschwörungstheoretiker oder was auch immer tituliert wird, sondern dass es immer mehr ins Mainstream kommt. Und das ist ja auch passiert jetzt seit 2012. Noch mehr wie Anfang der 90er Jahre, wo das erst angefangen hat. Und jetzt gilt es einfach wirklich, diese Veränderung zu durchleben. Und deshalb haben wir auch dieses ganze C-Theater. Weil es ist die Chance, nicht nur für die eine Seite jetzt die neue Weltordnung einzuführen, die noch versklavender ist als die alte. Also es wird kein altes Normal mehr geben, es wird ein neues Normal geben. Aber gleichzeitig auch die Chance für uns, die ja extra auch mit inkarniert sind, um jetzt eine neue Gesellschaftsstruktur, die mehr die göttlichen Gesetze oder die Lebensgesetze erfüllen, die mehr aus dem Herzen heraus sind, aus der Gemeinschaft heraus sind, dass wir jetzt die Chance haben, tatsächlich auch jetzt solche Strukturen zu bauen. Also wir haben die Wahl, die Raupe stirbt im Kokon. Und wir haben jetzt die Wahl, gehen wir in die untote Zombie-Raupe weiter, weil das ist die neue Weltordnung für mich, oder gehen wir als Schmetterlinge weiter. Das ist ja auch wieder das Prinzip der Imagozellen. Dieses schöne Beispiel, dass wenn eine Raupe stirbt, wird der Schmetterling geboren. Beispielsweise in dem Moment, wo der Schmetterling geboren wird, stirbt die Raupe. Aber zuerst findet in der Raupe ein Kampf statt. Weil die Schmetterlingszellen, die entstehen in der verpuppten Raupe, sind Fremdkörper. Und das Immunsystem der Raupe greift diese Zellen an und tötet, vernichtet sie. Und die erste Generation wird vollständig vernichtet. Und dann kommt die zweite Generation. Und dann steht wieder und wieder sagt der Raupenkörper, Fremdkörper kann man nicht brauchen, sind Feinde, wieder alle töten. Die zweite Generation stirbt auch. Die dritte Generation ist schon intelligenter, weil sie hat ein morphisches Bewusstsein und beginnt sich zu gruppieren und bildet Zellhaufen. Und da wird das für das Immunsystem der Raupe schon schwieriger, sie zu vernichten. Und es entstehen eben Zellhaufen, die überleben, die weiterwuchern. Und die vierte Generation ist sozusagen dann die Geburt des Schmetterlings und der Tod der Raupe. Und genau das stellen wir jetzt momentan fest in dieser Gesellschaft. Genau das passiert. Diese Trennung zwischen, bleibst du Raupe, wirst du Schmetterling. Und viele sind halt da, also für meines Erachtens sind ein Drittel der Menschheit Schmetterlinge. Und jetzt geht es halt darum, jetzt diese Zeit zu nutzen, um eben eine Schmetterlingsgesellschaft aufzubauen. Und nicht dafür zu kämpfen, dass die Raupengesellschaft wieder zurückkehrt. Wir wollen nicht zurück in die Raupe. Wir müssen uns vergegenwärtigen, das Geldsystem, das Zinssystem, das Steuersystem, das Wirtschaftssystem, das Schulsystem, das Krankensystem, alles ist destruktiv, alles Ökologie, alles ist eine verdrehte luziferische Ansicht des Lebens. Es ist alles destruktiv. Alles, was wir vorher gemacht haben, alles, was wir gelebt haben, ist letztlich raubend, zerstörend, verschmutzend. Und das kann so nicht weitergehen. Das heißt, wir müssen eine neue Art und Weise finden und entstehen lassen, die sauber ist. Und damit meine ich jetzt nicht
die ganze CO2-Klimalüge-Agenda, wo die Menschen wieder manipuliert werden, oder die offizielle Ökologie und was nachhaltig ist mit Windkrafträdern und Solar, das ist alles scheiße. Das ist alles destruktiv, das gehört alles zum negativen System des luziferisch-satanischen. Und jetzt sind wir halt aufgerufen, dass wir sagen, wir müssen jetzt, da uns das System rauswirft, wenn wir uns ja nicht dem unterordnen, müssen wir jetzt eine neue Gesellschaft für uns beginnen zu bauen. Wir müssen jetzt den Schmetterling umsetzen. Was ist denn der Schmetterling? Und überhaupt mal die Eigenschaften. Was wünschen wir uns eigentlich? Wollen wir nur die Bequemlichkeit zurück? Was wollen wir denn eigentlich? Wollen wir nur diese Pseudo-Freiheit zurück? Ich darf ja frei zum Essen gehen, ich darf in den Disco gehen, ich darf ins Theater gehen, ich darf in andere Länder reisen, oder will ich wahre Freiheit erleben? Und das ist jetzt auch diese Zeitqualität. Und das sieht man halt schön im Maya-Kalender. Und da können wir halt erkennen, dass die Zeit von 2013 bis 2025 mal die erste Stufe oder die erste Welle war von 13 Jahren, wo es darum geht, dass wir innerlich erwachen im neuen Zeitalter. Dass wir uns also adaptieren an diese auch rein im Außen erhöhten Frequenzen und Energien, die jetzt vorhanden sind. Und die 13 Jahre zwischen 2019 und 2032 gilt es jetzt eben auch, den Start zu machen für eine neue Gesellschaft, die sich dann natürlich über die nächsten Jahrzehnte, ja, wenn sogar Jahrhunderte erst entfalten wird. Also wir setzen jetzt den Grundstein. Und wer halt hier jetzt in diesem Kampf halt gerade die Führung übernimmt oder in dieser Schlacht oder in diesem Krieg, der hat dann also letztlich auch das Sagen über eine längere Zeit. Zumindest auf der Ebene. Gleichzeitig haben wir aber die Möglichkeit, auch die Ebenen zu wechseln. Also das Theater Mutter Erde hat verschiedene Bühnen. Und da sind ja viele jetzt unterwegs, die halt auch davon sprechen, sich in 5D aufzusteigen oder auf Erde 2 aufzusteigen oder eben auf Erde 2 zu kommen, Erde 1 zu verlassen und so weiter. Das hat alles mit diesen multidimensionalen Frequenzwelten zu tun, die zur Verfügung stehen, die schon immer da waren, aber aufgrund unserer Unbewusstheit und auch natürlich durch die Manipulation, die wir aber freiwillig gewählt haben, und wir haben ja gewusst, auf was wir uns einlassen, als wir uns inkarniert haben, immer wieder auf diesem Planeten, haben wir halt diese Welten nicht zur Verfügung gehabt. Und jetzt werden die immer offener für diejenigen, die halt an sich ihre Frequenz erhöhen und sich befreien von diesen alten Gewichten und Verwicklungen in dieser Destruktivität oder in diesen niederen satanischen Räumen und Qualitäten und sich wieder eben dem eigenen Göttlichen wieder auf widmen und aufsteigen. Also der Aufstieg findet eigentlich primär mal innerlich statt, dass ich meine Lebensqualität von den langsam schwingenden Emotionen und den negativen Gedanken und begrenzten Gedanken immer mehr eben erhöhe, immer höher gehe, immer weiter gehe und immer freudiger werde, also auch in dieser Hawkins-Skala der Resonanzen auch immer in höhere Schwingungsbereiche komme. Ist das das, was wir jetzt aktuell tun können sind das so die Energien, die ich jetzt, sage ich mal, brauche, um eben diese Zeit gut zu überstehen? Ganz, also Training. Also für mich ist das C-Theater ein Schöpfertraining. Mhm. Und natürlich ein Stück weit auch so eine Prüfung. Ne? Den Stoff gelernt? Hast du die Dinge getan, die du tun solltest? Die Prüfung kam zwar einerseits überraschend, aber das ist halt wie in der Schule. Wer halt seine Arbeit ist das falsche Wort, aber wer halt seinen Weg geht und das tut, was er tun soll, multidimensional, immer gesehen, der ist auch nicht überrascht, wenn dann halt eine überraschende Prüfung kommt, der ist gewappnet, weil er ja den Weg gegangen ist. Und ich meine, du hast es ja selber gesagt, so viele Menschen sind aufgewacht oder es kommen ins Aufwachen. Wach sind wir ja noch nicht alle, also alle noch nicht, sagen wir mal so. Ja. Wir sind alle noch im Aufwachen, egal, ob ich jetzt schon 90% wach bin oder erst 30%, aber so viele wachen jetzt, kommen jetzt in diesen Prozess rein. Und innerhalb von ganz kurzer Zeit entdecken die Hintergründe unserer Welt, Wahrheiten hinter den Lügen, wo wir noch Jahre gebraucht hatten. Ja. Das zu erforschen, bis die Information überhaupt zugänglich war. Dann das Internet war am Anfang ja auch nicht gerade unbedingt gerade die Fülle von Informationen und. Die Bücher waren noch selten und dann kam das immer mehr. Und die haben jetzt innerhalb wirklich Speed Learning
wo das durchgeht. Und das ist auch richtig so, weil jeder kriegt noch die Chance. Jeder, der will, der kann sich noch auf den Weg begeben, eben in das Great Awakening und nicht in den Great Reset, und hat eben die Möglichkeit, eben eine goldene Zukunft und nicht in die finstere neue Weltordnungsmatrix zu gelangen. Das ist übrigens wirklich eine Matrix, was von denen geplant ist oder gebaut wird, wie der Film Matrix. Also, dass das Bewusstsein sich hauptsächlich nur noch im virtuellen Raum befindet und die physische, natürliche Realität eigentlich nur noch sekundär ist oder sogar eine Belastung wird. Und manche glauben, sie müssen dahin oder wollen dahin als Seelen. Ich bin es bestimmt nicht. Wir leben schon lange, das war auch unsere Vision im Blaubewald. Wir haben gesagt, wir wollen einen Raum hier aufbauen, der allem Leben liebevoll verbunden ist, wo jedes Leben sein kann in seinen Bedürfnissen, in seiner Art und Weise, wie es ist. Ob Mensch, Tier, Pflanze, Stein, die Naturgeister, oder auch die aufgestiegenen Meister und die Engel. Also wir haben hier so einen Kosmos kreiert, der natürlich auch schon tolle im Rohzustand war, als wir 94 ihn gefunden haben. Und seitdem, seit 23 Jahren bauen wir halt, 98, seit 23 Jahren bauen wir halt an dieser Sphäre, und wir leben schon lange auf Erde 2, also was heißt das Gefühl, das Lebensgefühl, wie wir das halt leben. Und die Erde, und stellen halt auch hier fest, wie die Erde immer höher schwingt, wie sie immer schöner wird, wie sie immer feinstofflicher wird, wie sie immer lichter wird von den Qualitäten her. Und nur da draußen in der künstlichen Matrix tobt sozusagen diese Dystopie, was aber ein Theaterstück ist. Also wir können mit dem Maya-Kalender auch lernen zu unterscheiden, was ist natürlich, was ist künstlich. Also auch... Weil wir kommen automatisch auch mehr in Kontakt mit unseren inneren Wahrnehmungsorganen, den Chakren, und mit unseren Bewusstseinswerkzeugen, die uns zur Verfügung stehen, indem wir bewusst eben diese Wellen durchleben. Und jede Welle hat wieder einen Rahmen von 13 Tagen, wo bestimmte Bewusstseinsqualitäten aktiviert werden oder wo wir dann auch eingeladen werden, daran zu arbeiten, wenn wir noch ein Problem damit haben und so weiter. Also es ist kostenlos, steht immer zur Verfügung, und wir können damit wirklich lernen zu surfen auf den Wellen der Zeit, auf den kosmischen Qualitäten. Und es gibt nichts Besseres, weil wir sind dann bestens navigiert mit dem, wo die Erde eh hingeht. Es wird eh passieren. Also es kann nicht verhindert werden. Für mich ist es absolut klar. Es kann nicht verhindert werden, das Ziel, wohin es geht, dass die Menschheit jetzt wirklich bewusster wird, wacher wird, zumindest ein Teil davon, und eine höhere Ebene der Erde bewohnen wird. Und diejenigen, die noch halt im Schlamm bleiben wollen, die werden es recht schwer haben. Weil wenn man schaut, was astrophysikalisch alles so bevorsteht, ob das jetzt der Kollaps des Erdmagnetfeldes ist oder ob das der Solar Flash ist, also das kosmische Feuer heizt unseren Lebensraum immer mehr auf. Darum haben wir Klimawandel auf allen Planeten und Veränderungen auf allen Planeten unseres Sonnensystems, inklusive vor allem auch der Sonne. Und das wird in einem Höhepunkt enden, wie in einem Orgasmus. Und die Sonne wird irgendwann, und das wird erwartet in den nächsten 10 Jahren, wird irgendwann Sonneneruptionen haben, aber 360 Grad, also die ganze Corona betroffen sein, und sie wird sozusagen 100-mal mehr Energie aussenden als ihr normales Licht. Und Wissenschaftler rechnen dann damit einer Oberflächentemperatur auf der Erde von 6000 Grad, was dann physisch recht unangenehm wird. Und es ist passiert am 21. Dezember 2012, bei unserem nächsten Stern, bei unserem Nachbarsystem Proxima Centauri. Mhm. Man weiß aus den ganzen Kosmologien oder auch aus den Prophezeiungen und Überlieferungen aus Dutzenden von Kulturen der Welt, also der Menschheit, dass die alle dieses Ereignis erwarten. Die erwarten nicht mehr die Sintflut durch Wasser, sondern sie erwarten die Veränderung durch Feuer. Und beschreiben das zum Teil auch sehr detailliert, was mit dem Menschen passiert, die Möglichkeit eben seine Lebenswelt zu erhöhen, auf andere Dichte-Ebenen zu gelangen, wo das Leben ganz anders ist, wie hier auf 3D.
Und viele haben das auch erwartet gehabt zur Wintersonnenwende 2012. Mhm. Und das war ja dieser Hype. Die einen haben gesagt, wir steigen jetzt auf in die fünfte Dimension. Die anderen haben gesagt, die Welt geht unter und bla bla bla. Und es ist gar nichts passiert scheinbar. Dabei ist beides passiert. Die Welt geht tatsächlich unter, wie wir es jetzt feststellen. Die bestehende Welt, wie wir sie kennen. Und wir steigen auf. Das passiert auch. Aber es sind halt eben subtile und langfristigere Geschehnisse, die da passieren. Und am 21, also 2017 haben wir festgestellt, dass unser Nachbarstern Proxima Centauri einen Solarflash hatte. Und zwar sah das so aus, dass dieser Stern anfing zu pulsieren und rundum Energie in alle Richtungen. Das ging über mehrere Wochen, Monate. Immer wieder in Abständen von mehreren Tagen. Zum Teil waren es auch nur Stunden, zum Teil hat es länger gedauert. Und als man das entdeckt hat, hat man zurückgerechnet und geschaut, weil Proxima Centauri ist 4,3 Lichtjahre weg von uns. Mhm. Und man hat dann einfach die 4,3 Jahre abgezogen und festgestellt, das hat angefangen zur Wintersonnenwende 2012. Das heißt, dieses Ereignis, was uns noch bevorsteht, hat unser Nachbarsternsystem bereits durchlaufen. Und zwar an dem Punkt, wo wir es erwartet, oder was viele erwartet hatten hier, aber es noch nicht hier ist, weil die Menschheit war noch nicht so weit. Das Bewusstsein war noch nicht so weit entwickelt, dass genügend Menschen das auch überleben, beispielsweise diese Energie nicht in der Zerstörung letztlich verbringen oder erleben, sondern eben in der Auferstehung oder im Aufstieg in diesem Kontext. Weil das ist der Sinn und Zweck davon. Und ich bin jetzt gespannt, wann dieses Ereignis kommt. Also ich warte schon drauf, ich bin schon sehr erfreut. Jetzt kommt zuerst mal wahrscheinlich der Kollaps des Erdmagnetfeldes, des Dipols. Dass der eben, und da wird schon mal eine Öffnung passieren, und ich kann nur sagen, jeder Mensch, der auf dem Weg ist, das ist jetzt unsere Zeit. Also auch alle die sich jetzt so glauben, im Kampf zu sein wegen diesem C-Theater und sie wollen nicht in die neue Weltordnungsmatrix und so weiter, alles gut, haltet Stand. Wir brauchen jetzt einfach Souveränität und Kraft und Standhaftigkeit. Wir wissen, es ist ein begrenztes Thema, aber wirklich in unserer Wahrheit zu bleiben. Wir werden alle geprüft. Alle werden wir geprüft. Jeden Tag, immer wieder. Und zwar nicht nur durch das C-Theater da draußen, sondern durch die ganzen Entwicklungen und die ganzen Öffnungen, die in uns passieren. Weil bei uns werden ja auch die kosmischen Scheinwerfer angeschaltet. Das heißt, unser Unterbewusstsein, unsere Kellerräume, die vorher noch im Finstern schön versteckt waren, wo ich noch nach außen mich darstellen konnte auf eine Art und Weise oder mir selber vormachen konnte, das kommt jetzt alles hoch. Das heißt, ich muss mit mir selber umgehen, mit meinen eigenen Schöpfungen. Das heißt, wir sind alle gefordert, uns in dieser Reifung und in dieser Erlichtung oder Erleuchtung und Erleichterung auf dem Weg hinzugeben. Und da hilft uns einfach der Maya-Kalender. Das ist diese Zeitqualitäten, die sowieso kosmologisch, solargalaktisch präsent sind und uns ständig durchfluten. Wenn wir lernen, auf diesen Wellen zu surfen, dann können wir natürlich innerhalb von Nullzeit Entwicklungen durchleben, die früher nicht möglich gewesen wäre, wo man wirklich ne, Brust zu, wenn noch so unterwegs war. Ist es nicht dahingehend vielleicht auch sinnvoll, dass die Zeit gerade so rennt, dass die Zeit schneller ist, dass wir das alles gar nicht mehr, so diese ganze C-Zeit jetzt gar nicht mehr so bewusst wahrnehmen, sondern... Nein, es ist eher das Thema, weil alles höher schwingt, wird auch die Raumzeit und die Zeitdichte beschleunigt. Das, wie gesagt, das geht sogar bis in die atomare Frequenz rein der Atome. Das ist messbar. Und man kann mit Cäsium-Uhren, also die eigentlich die exaktesten Uhren sind, die man sich vorstellen kann, gibt es ja ganz deutliche Belege dafür, dass wie wir die Zeit messen, dass es abhängig ist von der Bewegung im Raum, es ist abhängig davon vom Raum selbst, wo die Bewegung stattfindet und so weiter und so fort. Und da, diese lineare Zeit ist nicht linear fest. Die ist schon selber... und in unterschiedlichen Zyklen gebunden. Und das, was wir halt in der vertikalen, und da, durch diese Beschleunigung, durch diese Frequenzerhöhung, passiert jetzt an einem Tag, was früher ein Jahr gebraucht hat. Also das gibt es, also, vor 100 Jahren oder vor 400 Jahren war die Ereignisdichte in einem Jahr das, was wir heutzutage verarbeiten, in einem Tag. Also, und das ist diese Potenzierung allen Lebens, auch die Schwingungserhöhung. Unser Körper schwingt höher, unsere Emotionen. Was ganz interessant ist noch, vielleicht zum Abschluss, ist auch, es gibt auch eine Strukturschwingung der elektromagnetischen Verbindungen der Elektronen der Atome. Und
Angeblich Wasser. Wasser ist ja eigentlich das weitverbreiteste Element hier auf diesem Planeten und überaus wichtig. Auch in unserem Körper. Wir sind voll mit Wasser. Wir bestehen eigentlich zu 70% mindestens aus Wasser. Und Wasser hat auch eine Eigenschwingung. Und diese Eigenschwingung war auf der Hawkinschen Skala so bei 35 bis 50. Das sind sehr negative Emotionen von Angst, Trauer, Gier, Hass, so in diesem Bereich, das Weltwasser. Und was sich jetzt verbreitet hat, ist, dass Wissenschaftler, die sich mit dieser Hawkinskala auseinandersetzen, aber auch mit den Schwingungsthematiken grundsätzlich, plötzlich sagen, dass seit Ende November hat das Wasser die Frequenz 1000. Und 1000 ist die höchste Frequenz der Hawkinskala, das ist Gottbewusstsein. Mhm. Stell dir mal vor, dass die Wasserstrukturverbindung jetzt nicht mehr auf Hass, Angst, Trauer schwingt, sondern plötzlich auf Gottbewusstsein, auf Erleuchtung. Was das mit uns macht, was da passiert. Nicht nur das Wasser, was wir trinken, nicht nur das Wasser in den Meeren, sondern in unserem Körper. Unsere DNS befindet sich in strukturiertem Wasser. Und das verändert seine Eigenschwingung und wird plötzlich Gott verbunden und strahlt jetzt diese Gottschwingung aus. Was das für einen Schub auslöst. Und es ist ja spannend, dass eigentlich jetzt erst seit Dezember plötzlich diese dezentralisierte Aufstandsbewegung da ist. Mhm. Wo die Menschen plötzlich aus sich heraus gesagt haben, ja, wir gehen jetzt einfach spazieren. Auch in den neuen Bundesländern vor allem jetzt, ja, ne? Ja, aber überall, auch in den, neu, alt ist mir jetzt wurscht, ja, aber einfach überall, auch in allen anderen Ländern. Wir sind auf die Straße gegangen. Ja, aber es ist nicht mehr diese Führerschaft, die sagt, wir treffen uns alle da und da und wir organisieren das jetzt, was ja auch wieder schon zum Teil gesteuerte Opposition war, sondern was jetzt einfach aus den Menschen herausbricht. Und das ist der Weg, es muss aus uns herausbrechen und jetzt ist die Zeit dafür. Und darum finde ich das so spannend, eben was da alles passiert. Und der Maya-Kalender, um wieder zurückzukommen zu darauf, der Maya-Kalender war für mich das Navigationstool durch den Weltenwandel. Ich wusste ganz genau, was wann passieren wird. Jetzt nicht genau in der Form, in der physischen Form, aber von der Qualität her. Was wird passieren, wenn jetzt dieser Kreislauf startet? Was wird passieren, wenn jetzt, ich war auch schon gespannt drauf, ich wusste ja, dass das neue 13-Monde-Zyklus beginnt Ende Juli 2019 auf den Magier. Und da war ich schon gespannt, jetzt kommt sehr viel magische Energie rein, jetzt kommt sehr viel Magiebewusstsein rein. Ich hätte mir auch nicht vorstellen können, natürlich, dass dann ausgerechnet im zweiten Jahr dann eben diese Corona-Thematik kommt. Aber da sehen wir es auch wieder beim 11. September. Der 11. September musste 2001 passieren. Er konnte nicht im Jahr 2000 passieren. Es musste 2001 sein. Und all diese Begebenheiten machen einfach viel mehr Sinn und man erkennt plötzlich die Zusammenhänge, dass hier wirklich was Höheres orchestrierend unterwegs ist und wir letztlich einfach in Resonanz versetzt werden und anhand von unserer eigenen Programmierung dann reagieren. Aber wenn wir überhaupt Bescheid wissen, dann können wir eben auch agieren. Das heißt, wir werden von den Wellen der Zeit nicht einfach überrumpelt, sondern wir wissen, jetzt kommt eine Welle, die kann ich für das und das nutzen. Okay, ich bereite mich vor. Ich gehe schon mal in Startposition. Und das ist dann was ganz anderes. Mhm. Und ich kann nur sagen, also ich finde das C-Theater positiv. Auf der anderen Seite, wenn ich rausschaue, was in der Welt passiert und wie es innerhalb von einem Monat gelungen ist, ein Großteil der Menschheit zu hypnotisieren und in dieses Theater reinzubringen, das war schon sehr überraschend. Also, hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Dass es ihnen gelingt, dass dieses Narrativ, dieses Theater wirklich global, ich meine, das ist ja instantaneous, in allen Ländern, ja, boom, Welt, jack, ja. Waff, im kompletten morphischen globalen Feld. Und dass so viel mitgemacht haben, habe ich so erstaunt. Also da war ich schon enttäuscht. Also ich fand das schon sehr... Ja gut, wir wissen ja nie wirklich, wie viele mitgemacht haben und wie viele nicht. Ne? Das ist natürlich schwer zu überblicken, aber... Ja, also ich muss sagen, für mich, ich bin da halt schon... jeder, der mit der Windel im Gesicht durch die Gegend rennt, macht mit. Wer will mit der Windel im Gesicht rumlaufen, außer er hat wirklich Angst vor einem tödlichen Virus? Ja. Dann wird er aber nicht eine Windel im Gesicht haben, dann wird er sich eine Voll-AC-Montur besorgen, weil er auf der Packung liest, hilft nicht gegen Viren.
Also für mich, mittlerweile ist es so, was ich halt wahrnehme, es steigert sich. Mittlerweile ein Drittel der Menschheit ist nicht mehr in diesem Theater drin. Und macht vielleicht wegen Angst vor Bestrafung noch mit oder vor sozialen Repressalien oder Ausgrenzung und so weiter. Aber ich bin überzeugt, ein Drittel der Menschheit ist bereits auf dem richtigen Weg, auf der richtigen Zeitlinie. Ja, die wachen jetzt auf. Man muss sehen, 75% haben sich nur aus Angst vor Konsequenzen impfen lassen und nie, weil sie davon überzeugt sind. Na, und das sind natürlich auch die, die jetzt auf die Straße gehen, weil sie merken... Ja, es gehen immer mehr auch von denen, die geimpft sind, auf die Straße. Ja. Das ist richtig. Aber das ist der Zeitgeist. Also, ja. Wie gesagt, wir haben ja auch in der Redeform, alles hat seine Zeit, der Zeitgeist und solche Dinge. Das hat alles für mich mit den Qualitäten der Zeit, wie es der Maya-Kalender beschreibt, eben zu tun. Und es ist einfach auch ganz was anderes, wenn ich jetzt eben Geburtstag habe und weiß, okay, was wird es in diesem Lebensjahr denn thematisch von der spirituellen Sicht her? Was sollte ich mich kümmern? Wie schaut das Training aus? Oder der Schulstoff, den ich jetzt im nächsten Lebensjahr halt habe oder ausgesetzt bin oder durch mich hindurchfließt. Und ich kann mich wehren, diese Freiheit habe ich ja, ich kann ja nach wie vor wehren. Will ich nichts wissen oder nein, ich will mein Ding machen oder ich kann mich dem hingeben. Und jeder, der mal so ein bisschen Erfahrung hat, eben damit zu leben, wird merken, hey, wenn ich mich hingebe, wird es viel toller. Dann ist das Erdenspiel viel allumfassender, ne, wie bei einem Computerspiel, wo ich mehr Tools habe, wo ich mehr Möglichkeiten habe, wo ich schon bereits auf dem Weg ganz viele Sachen sammeln konnte. Es gibt immer die erlöste Energie und die unerlöste. Ne? Wir müssen uns nur zwischen den zwei Sachen entscheiden. Genau. Und dann. Und ich finde einfach wichtig, raus aus dem Kampf. Ja. Raus aus dem Kampf, rein ins Erschaffen. Ne, nicht kämpfen gegen, sondern wirklich mal Energie verwenden, um das zu erschaffen und das zu leben, was mir wichtig ist und wo ich zu 100% mich dafür entscheide. Also je mehr ich wirklich entschieden bin in mir, umso mehr Kraft steht mir zur Verfügung, umso mehr Intelligenz steht mir zur Verfügung, eben diesem Herzfeld und dieser Herzvision Ausdruck zu verleihen und sie zu verwirklichen. Und dann gehe ich durch das Theater durch und ich werde nicht behelligt, obwohl ich keine Maske anhabe. Die anderen nehmen mich gar nicht mehr wahr. Oder wenn sie mich wahrnehmen, sind sie freundlich zu mir und greifen mich nicht an, weil ich eben all das nicht mehr in mir erschaffe und dadurch keine Spiegelung im Außen erlebe. Wir müssen nicht, und raus aus der Angst, rein in die Freude. Also das sind auch alles so Prädikate, das sind, ich meine, ich lebe ja doch bewusst jetzt seit 25 Jahren mit dem Maya-Kalender, 26 Jahre, und kann nur sagen, es war für mich der Entwicklungsbooster überhaupt. Es hat mir so viel gebracht und auch so viel Zusammenhänge verstehen lassen vom Leben. Und ich kann das halt einfach nur jedem empfehlen. Das ist ein schönes Abschlusswort. Wir belassen es dabei. Mein Glas ist schon lange leer. Wir haben es, glaube ich, jetzt wirklich gecrashed heute mit der Zeit. Aber es ist wie immer in Ordnung. Ich danke dir, Martin. Und wir sind sehr spannend und freue mich schon, wenn wir uns wiedersehen. Danke dir, Jana. Gerne. Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen. Ich danke dir sehr fürs Zusehen. Möchtest du noch mehr erfahren über Gesundheit? Schaue sehr gern auf unsere Webseite www.weltergesundheit.tv. Dort findest du jetzt ganz neu auch Artikel und Beiträge über Gesundheit und Wellness, um Wohlbefinden, ein erfülltes Leben, seelische Gesundheit, Naturheilkunde, Fortschritte in der Medizin und alternative Heilmethoden. Natürlich auch noch sehr viel mehr. Abonniere unseren Newsletter, in dem du einmal im Monat tolle Beiträge und Informationen erhältst. Gesundheit und ein erfülltes Leben sind kein Zufall. Du kannst dir so viel Gutes tun. Unser Team hilft dir dabei mit erprobten Rezepten, anregenden Interviews, einer Fülle von Themen zu Gesundheit, Lifestyle, Astrologie, Spiritualität, Kräuterheilkunde und noch vieles mehr. Stöbere doch gleich mal in unseren aktuellen Themen und packe, was immer dir bei deiner Lebensreise hilft, gleich in deinen Koffer. Hat dir das Interview gefallen? Hinterlasse mir sehr gern einen Daumen nach oben. Und sei so lieb, abonniere bitte auch unseren Kanal. Über deine Unterstützung würde ich mich sehr freuen. Ich danke dir sehr fürs Zusehen, wünsche dir ganz viel Erfolg in deiner Gesundheit. Bis zum nächsten Interview. Immer donnerstags. Immer pünktlich, 16 Uhr hier auf YouTube. Bis zum nächsten Mal, deine Jana.